Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Modern Skyblock 3. Ja, ich habe hier schon mal ein bisschen wieder was abgerissen, weil ich das hier als ja nicht gerade brauchbar mehr angesehen habe. Und jetzt wollen wir das auch ein bisschen befüllen und auch gleich ein kleines Upgrade machen. So, und zwar, wir haben ja in den Quests, ich muss jetzt mal finden, ich glaube Heavy Machinery, diese schöne Quest, Better Coke Production. Und dafür brauchen wir ein Reinforced Coke Brick, ein Steel Sheet Metal und einen Coke Oven Preheater. So, das heißt, wir brauchen jetzt Massive. So, und als allererstes haben wir hier unten diese zwei Sachen. Das heißt, die in Reinforced. Das heißt, ich brauche jetzt einfach davon. Ich glaube, 8. Ah, okay, ich brauche 18. Ich habe hier schon mal Stahlplatten. 18 Stück. Und ich habe meine Coke-Öfen. Die 27. Und da habe ich jetzt auch 18 Stück. Sehr schön. So, dann brauche ich als nächstes noch das Teil hier. Dafür brauche ich External Heater. Das heißt, ich brauche jetzt davon welche. Davon habe ich sehr wenige. Copper Wire. Ich schaue mal, ob ich es hinkriege. Zack. Auch ein Eisen. Das habe ich mir mittlerweile ja schon gemerkt. Also ich habe jetzt einen Copper Coil Block. Aber reicht nicht. So, ich gehe jetzt schon mal hin und sag mal, ich brauche mindestens davon 12 Stück. Der müsste noch auf jeden Fall angeschlossen sein. Kommst du da rein? Ich mach dich an und du gehst rein. Jawohl. So, dann kann der schon mal Kabel herstellen. Oh, dann brauche ich auf jeden Fall, weil ich brauche davon 4 Stück. 4 Redstone. Dann brauche ich 12 Kupfer. Ich nehme mal ein bisschen Eisen mit. Bin mal gespannt, wann mir das Eisen ausgeht. So, das heißt, du kommst hier hin. Du kommst in die Mitte. Kommst hier hin. So, wir schauen mal. Wer ist durch? Dann kann ich dich ausmachen. Habe ich hier noch irgendwo Holz? Nein. Nein. Diamanten habe ich hier. Es ist dann 1, 2, 3. Brauche nochmal 3 Eisen. Ein. So, Kupferkreuz habe ich jetzt auch. 1, 2, 3, 4. Perfekt. So, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir die Iron Sheet Metal. Und zwar 6 Stück. 2 habe ich. Sechs Stück. Hammer. Und nochmal, alles klar. Also, dann kommst du jetzt hier hin. Nein, kommst du nicht. Du kommst hier hin. Kommst du dahin und du dahin. Und ich habe meine Coke Oven Preheater.
So, jetzt brauche ich noch 9 Steel Sheet Metals. Die müsste ich, glaube ich, dann genauso machen wie die hier. 1, 2. Das heißt, ich habe jetzt noch eine Platte übrig. Und soweit ich das noch im Kopf hatte. Okay. Falsch gedacht. Ich habe gedacht, ich habe noch einen übrig. Ist leider nicht so. Dann hätte ich gesagt, schmeißen wir die auch noch drauf. So. Muss auf jeden Fall ja jetzt dann komplett auch anders denken, weil, wie gesagt, ich muss mir überlegen, ob ich die Monsterfalle auf jeden Fall hinbaue, weil der Turm ist ja 16 Blöcke hoch. Ich kann nicht ausmachen. Den, wo wir auch noch bauen wollten. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt dich, das heißt, jetzt haben wir davon auch 12 Stück. Und schon haben wir das Ding hier fertig. So, dann brauche ich jetzt mein Buch. Dann ist es Coke. Ja, genau. Nochmal Coke. Vielleicht treffe ich auch diesmal den richtigen. Okay. Alles klar. Das heißt also, ich brauche jetzt auf jeden Fall das da. Und das da, dann habe ich jetzt noch davon auch noch einen. Kann schon mal zufrieden sein und wir legen uns hin. Okay. Also, dann kommst du jetzt erstmal da weg. Ich weiß es gar nicht, ob ich den überhaupt noch. Nee, den kann ich da auf jeden Fall nicht so lassen. Der muss weg. Ich muss dann auf jeden Fall nach oben und da rein. So, davon habe ich jetzt noch dann 3 übrig. So, und jetzt haben wir ja hier die Advanced. Au, au. Muss das anders machen. Okay. Jetzt komme ich auf jeden Fall auch wieder raus. Dann schauen wir mal, ob das jetzt. Ja, genau, mit der Pumpe macht man das jetzt am besten. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Nein, ich habe irgendwo einen Fehler. Ja, Fehler entdeckt. Ich muss noch mal gucken. Eins, zwei. 3. Hör mal auf. The Coke Oven Advanced is a multi-block structure that allows the multiplayer Coke Oven increased oil faster. The structure is built as shown above and formed by using the engineer's hammer on the central reinforced Coke brick block. Herzlichen Glückwunsch. Ich bin zu doof dazu. Wie immer. Aua. So, das erste, was ich jetzt mache, ist aber trotzdem erstmal hier eine Fackel hin. Lesen noch mal. Also, es ist
Engineers Hammer on the Central Reinforced Cook Brick Block. Was habe ich falsch? Einfach alles, vermutlich. Was gehen wir da weg? Also, wir gehen jetzt nochmal hin. So, 3, 3. So. Ich mache jetzt aber auch gleich noch was. Das erstmal wegräumen. Ich brauche ein Redstone. Ich brauche ein Blei. Davon zwei. So, dann kommst du dahin, du kommst dahin, du kommst dahin, die drei dahin und die letzten zwei Holz kommen mir dahin. Sehr gut. Okay, so, dann heißt es jetzt für mich. Da ist der Eingang, da ist der Ausgang. Dann heißt es jetzt auch für mich hier. Auch dich. Du gehst rein. Du gehst da weiter. Und jetzt kannst du den da schon mal füllen. Und dann schauen wir mal. Okay, also, dann zweiter Teil. Nächsten drei und da auch drei. Und dritte Reihe ist dasselbe. Okay, Hammer. Ich kann hier machen, was ich will. Der bewegt sich nicht. Stell den jetzt einfach mal frei querbeet irgendwo hin. Bin so gespannt, wie viele das schon mal einen Fehler gesehen haben. Aber ich nicht. Also ich baue das jetzt, ja, toll. Baue das ganze Ding nochmal ab und will wissen, ob ich jetzt alle richtigen Items auch einstecken habe. Kann jetzt nicht wahr sein, oder? So, ich muss jetzt haben. 18 Reinforced Coke Bricks, einen Hopper, Steel Sheet Metal. The Coke Oven Advance is a multi-block system that allows the player to produce coal, coke and creosote oil faster. Ha! Ich weiß, was mein Fehler ist.
Also ich habe da so eine Vermutung, was mein Fehler ist. Tada! So, dann brauche ich jetzt noch meine Coke Oven Preheater. Lass mich mal schnell erstmal da rein. Ich will wissen, wie die überhaupt ausschauen. Reißen alles ab. Okay. Nein, da geht's nicht. Mal alles weghauen. Wann gehst du jetzt du nicht? Das ist gemein. Wenn ich jetzt. Moment, ich will das jetzt wissen. Aber wenn ich dich jetzt drehe, kann ich nicht drehen. Wir lesen nochmal. Coke. It can also be outfitted with preheaters to speed up the process by of hot air. Okay. Also ich brauche auf jeden Fall schon mal Strom dafür, das ist mir aber auch klar gewesen. Aber was mir nicht klar ist, dass sie ich an ah ha. Schlagen wir hier auch alles ab. Danke fürs Gespräch. So. Wenn ich jetzt hier rausgehe, ist die Frage, geht es überhaupt? Muss dann noch sehr viel rumexperimentieren. So. Das geht auf jeden Fall schon mal. Wenn ich jetzt aber dich anschließen, naja, das geht nicht. Zeigte mir, ist nicht möglich. Also, das heißt jetzt, dann kommst du da weg. Dann kommst du dahin. Hat jetzt der eigentlich. Nein, der hat nichts aufgebaut.
Vermute mal, was der falsche ist. Also, das heißt jetzt, du gehst jetzt von da nach da, du gehst jetzt von da nach da. Klasse, geht nicht. Wenn ich jetzt sage, du gehst hierhin. Du gehst jetzt von da nach da und du gehst jetzt von da nach da. Sagt dann, nein, geht nicht, weil ich hänge im Weg rum. Ich finde es immer wieder spannend, wie ich das, wie mir das sowas aufbauen muss. So. Wenn ich jetzt sage, du gehst dahin. Und du gehst von hier nach hier. Sagt der Nope. Wenn ich jetzt sage, du gehst gehst jetzt hier raus und gehst von hier nach hier. Sagt der auch erstmal, nö. Ich muss es probieren. So, und du gehst jetzt von hier. Du gehst jetzt von hier. Nach hier. Und ich brauche noch mal ein Kabel. Und du gehst von hier nach hier. Dann haben wir ja schon mal soweit so fertig. So, und jetzt habe ich dann die Kohle hier. Du gehst jetzt dann da rein. Der geht raus, der geht rein, aber hier kommt nichts an. Ah. Ich mache mal schnell einen kleinen Test. Vielleicht klappt's ja. Wenn ich jetzt sage, du gehst da rein. So, und du gehst dahin. Ich sage jetzt, du gehst von hier nach hier. Sagt er immer noch Nope. Wenn ich jetzt aber sage, du gehst jetzt hier raus und du gehst von hier nach hier, dann sagt er Yep. Okay. Okay. Ich merke schon, ich muss mehr Terrakotta herstellen. Nein. Kupfer? Ist kein Kupfer? Ah, das ist ein Constant Ingot. Das ist kein Kupfer. Das ist Kupfer. Danke. So, und jetzt gehst du von da nach da. Du musst weg. Und du musst von da nach da. Jawohl.
So, mein Problem wird jetzt aber sein. Wir laufen einmal rum. Braucht die Fackel. Und das habe ich, das habe ich. Und die Fluid Pipe habe ich. Ja, habe ich auch, nur falsch angebracht. Haha. Und der Stromanschluss ist bei dem Ding oben. Au. Das ist natürlich jetzt ein Problem. Muss nach oben. So. Kann ich das hier oben vielleicht ändern? Nein, kann ich nicht. Das heißt jetzt aber, ja, dann weiß ich, was ich machen muss. Leider. Wir bauen den ganzen Käse wieder ab. Ich brauche mal bitte ein bisschen Platz. Danke. Das bauen wir auch weg. Dann essen wir ein bisschen was. Okay. Das wird jetzt nur bestimmt beschissen ausschauen. Ich werde es gleich wissen. Wie beschissen. Sonst denke ich wieder, das ist alles falsch. Ja, weiß, so schlimm schaut es gar nicht aus. Das da muss halt jetzt weg. Und das da muss weg. Dann kommen jetzt dann hier die Heater hin. Dann kommen jetzt der dahin, der dahin. Kommst du da dahin? Du da kommst dahin. Und nein, ich mach's anders. So, das kann ich. Doch hier. Nee, das ist jetzt einer weiter vorne, oder? Ich glaube schon. Ist egal. So, und du kommst noch von da nach da. Dann kann ich das jetzt schon mal wieder aufräumen. Und das einfach mal reinschmeißen. So, also auf jeden Fall schneller. Ja, ist ja gut. Toll. Klasse.
Da war noch keine. Alles klar. War kein Fail. Ein. Hab's ja noch gut gemeint. Dass ich da drin das überhaupt verbacken kann, ist doof. Aber war kein Fail. Nein. Immer noch nicht. Alles professionell verschlammt. So, okay. Also, und dann können wir jetzt dann hier auf jeden Fall schon mal die Mauer wieder zumachen. Und hier kommt auch eine Mauer hin. So, und dann kommt das dann auch zu. Da darf ich was hinmachen. Da nicht. Ich habe es probieren wollen. Nicht mal da? Okay, dann kann ich es gleich weglassen. Freue ich mich auf Mechanismen. Also alleine, weil ich die Kabel einfacher verlegen kann. Besser verstecken kann. Vor allem. Okay, jetzt brauche ich noch mal einen Lever. Sondern sind die nicht so teuer. Okay, das heißt, wir strecken uns nach oben. So, bin ich mal gespannt. Nee, nee, nee. Au. Ich hab's geschafft, dass ich keine Kabel mehr hab. Yay. Bin ich gut. Der Kabel drin? Nö. Können wir gleich wieder Kabel herstellen. Danke. So, 1, 2, 3, 4. Einen Stick. Danke. Habe ich da nochmal 4 drin? Das ist sehr gut. So, wenn ich jetzt dich und ich dahin. So. Kann auch nicht gehen. Haben wir gelernt, weil Lever fehlt. Jetzt hat das Ding auch Strom. So, genau, der Tank ist ja auch noch nicht da. Den Hund machen wir jetzt als nächstes. Das ist dann 1, 2, nein, 3,
Hier. Okay. Zaun weg. Brauche ich nicht. Dahin. Muss ich dann tatsächlich noch mal Tank eingeben, weil ich nicht mehr weiß. Zwei, drei. Tank. Ach ja. Eins, zwei, drei. Okay, und jetzt heißt dann eins, zwei. Okay, reicht nicht. Kommst du dahin? Sehe ich auch zum ersten Mal in meinem Leben hier Output. Man sollte vielleicht mal vorher alles lesen. Diese kleinen Nervdinger da. Bis dahin. Bis dahin. So, wenn ich jetzt da drauf starre, Spacing Side Output. Moment. Habe ich jetzt schon wieder falsch? Au. Also, ich habe hier Output. Dann muss ich unten rein. Nee, ich muss oben rein und unten ziehe ich raus. Ach, komm schon. Geht auch nichts, ne? Nö. Oder habe ich jetzt... Nö. Ich kann doch gar nicht so verwirrt sein, oder? Also reingehen tut schon mal was. Also der Tank funktioniert.
Jetzt ist es ein Input. Weh, du bist jetzt leer. Ich werde Erde hier. Also, nochmal. Output. Das hat jetzt alles sauber verbunden. Aber da ist nicht mehr drin. Ich merke schon. Hochprofessionell und nichts geht. Aber die Pumpe bekommt Strom. Ich habe gesagt, er soll es da raus. So, also, du gehst dahin, du gehst dahin. Gleich am Rad, sag's euch. Das mache ich bestimmt noch 5000 Mal falsch, ne, weil ich damit nie gearbeitet habe. Das merke ich immer mehr. Aber er schreibt mir hin, Facing Side Output. Und ich sehe, dass er hier diesen Bubble da hat. So, wenn ich jetzt mache, ist No Connecting. Wenn ich es jetzt mache, ist Input. Und wenn ich jetzt mache, ist Output. Es kann doch nicht sein, dass der jetzt das so nicht mag, ne? Dass der jetzt sagt, nö, ich kann nicht nach oben pumpen oder so. Ich bin mal wieder überfragt. So. Muss ich mir mal professionell irgendwann mal angucken. Oder unprofessionell. Kann man sehen, wie man will. So, dann hätte ich gesagt, ich habe jetzt dann mal hier. Platz. Dann reiße ich den mal raus. Okay, so, dann kommt der jetzt zu. Da ist der Ausgang. Bäh. Komm schon. Da ist der Eingang. Okay, dann brauche ich jetzt noch mal den da. Und du gehst dahin. Jawohl. So. Das heißt, ich habe jetzt schon mal den dann, dass ich jetzt dann da auch Strom drin habe. Ich will ja immer schön, dass ich dann den Strom verteile. Wenn ich schon rumfehle, dann wenigstens.
mit ein bisschen Lösung. Naja, geht auf jeden Fall weitaus schneller. Das ist ja super. Aber wie gesagt, warum das der Tank nicht funktioniert, ich weiß es nicht. Vielleicht kommt mir noch die Erleuchtung. So, wir können ja mal schnell schauen. Apply the redstone signal to the bottom center block. Bottom center block. Ach, nicht schon wieder. Das ist doch nervig. So, brauche ich gar nicht überlegen, weil den habe ich noch nicht. Aber ich kann mir einen Ring of Magnetization machen. Dafür brauche ich Mana Steel und ein Ding. Dann machen wir den dann noch. Wenigstens eine Sache, die dann geht. Hoffe ich. Dass ich überhaupt noch 4 Stück da habe. Nope, habe ich nicht. Aber ich habe Gott sei Dank genügend Eisen dabei. So, brauche ich sonst noch was? Ja. Nochmal 4. Gut. Glass Panes müsste ich hinten haben. Der Vorteil ist, wenn man dann oft genug mal weg ist, dann verschwinden auch die irgendwann. Jetzt noch nicht mal die Bienen machen können. Ah, ist egal. Also, Glass Panes waren. Irgendwo, ne? Genau. Da. Also, das war jetzt dann das da. Da haben wir eine Mana Lens. Dann brauche ich das und das. Hab ich hier aus Versehen noch ein Gold drin? Wieder voll. Ich habe die schon seitdem jetzt wieder dreimal ausgeleert oder so. Ich habe natürlich ein Aluminium Brass mitgenommen. Total intelligent. Das ist Bronze. Das ist Gold. So, Mana Lens, du kommst dahin. Dahin. Danke fürs Gespräch. Und ich habe meinen Lever. Und es geht immer noch nicht.
Ist mir jetzt aber egal. Habe jetzt schon mal auf jeden Fall den da. Kann ich mir den noch anschnallen? Ah, der tauscht den aus. Nur der da. Jawohl. Perfekt. Alles klar. Also ich versuche dieses komische Ding da zum Laufen zu kriegen. Und sage euch, was ich mal wieder falsch gemacht habe. Oder ihr sagt mir, was ich falsch gemacht habe. Nehmt ab in die Kommentare mit. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.